Ja, hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute kommen wir zum ersten Black Ops 4 Video, der wirklichen Vollversion hier von Black Ops 4, Leute. Und ich habe was richtig, richtig Schönes für euch vorbereitet. Aber bevor das jetzt gleich kommt im Hintergrund, sage ich euch schon mal, was jetzt hier auf YouTube abgehen wird in der nächsten Zeit. Ich werde jetzt wieder aktiv sein. Ich habe gesagt, Black Ops 3 war für mich einfach viel zu viel. Ich konnte das nicht mehr spielen. Ich konnte es nicht mehr in Videos irgendwie rüberbringen und so weiter und so fort. Jetzt Black Ops 4 werden jede Woche mindestens 3 Videos kommen, Leute. Das ist jetzt ein Video aus dem Livestream, aber wirklich 2 richtig, richtig geile Runden. Die waren am ersten Tag bzw. am Donnerstag schon einen Tag vorher erspielt. Also mega, mega nice. Hier gegen richtige Sweater und so. Wir haben hier richtig getryhardet. Marcel und ich haben da zusammen gespielt. Und die eine Runde habe ich, glaube ich, sogar alleine gespielt. Checkt das auf jeden Fall ab, Leute. Ist richtig, richtig nice. Ich werde wieder durchziehen. Keine Sorge, ich bin back zu Black Ops hier. Ganz, gar kein Problem. Ich habe es gesagt, ich bin wieder da. Und Leute, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ja. Ich streame wirklich jeden Tag auf Twitch. Immer spätestens ab 12 Uhr mittags jeden Tag auf Twitch. Heute wird es nicht der Fall sein, weil ich das Video jetzt gerade gestalte hier. Aber wie gesagt, normalerweise jeden Tag um 12 Uhr mittags auf Twitch spätestens ist der Livestream online. Checkt die Videobeschreibung ab, da ist der Livestream-Link. Geht bitte drauf, erstellt euch einen Account, lasst ein Follow da. Ich rede da sehr viel mit euch, ich gehe auf eure Nachrichten ein. Ich zeige euch, wie man die Map spielt. Ich zeige euch, wenn Liga kommt, wie man Liga spielt und so weiter und so fort. Ganz, 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 ganz viele Sachen. Wir haben da mega viel Spaß. Es ist immer witzig. Genau. Und noch eine andere Sache. Ich erwähne in dem Video kurz Level Up. Ich meine, ihr kennt ja Level Up schon von mir. Level Up hat eine neue Geschmackssorte rausgebracht und zwar Jungle Loop. Mega, mega nice. Wirklich einer der besten Geschmäcker. Meiner Meinung nach wirklich der beste Geschmack. Wie gesagt, für die Leute, die nicht wissen, was Level Up ist, ist ein Gaming Booster. Ist quasi ein besserer und gesünderer Energy Drink, der euch wirklich Leistung gibt. Also Fokus auf euer Gameplay. Mega, mega nice. Gönnt euch das. Und wichtig, wenn ihr Jungle Loop bis Sonntag noch bestellt, bekommt ihr die Dose versandkostenfrei zu euch nach Hause geschickt. Und passt auf, mit dem 5% Rabattcode Raptor, also mit dem Rabattcode Raptor, spart ihr noch 5% auf eure Bestellung. Das heißt, ihr spart die Versandkosten und 5% nochmal durch den Code. Das geht aber nur bis Sonntag und nur auf Jungle Loop. Sonst 5% Code geht auf jede Sorte. Checkt das ab. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt viel Spaß beim Video. Und wir sehen uns dann morgen, glaube ich, schon bei einem Klassen-Setup-Video. Und haut rein. Viel Spaß, Leute. Oh, für 2 Stunden ist der Code sogar. Mann, Dominik, ich muss ihn gleich einlösen. Wir müssen kurz... Kennst du das? Man nimmt sich ja nie die Zeit dafür kurz. Ja, ich will dir die Zeit auch nicht geben, weil ich will nicht, dass du mehr Level setzt. Er will mir die Zeit noch nicht geben. Nee, Digga. Scheiße, leider, warte, ich suche sogar die Lobbys, ne? Oh, ich werde dich so raiden. Nein, Spaß. Schätzchen, du. Die Zeit gebe ich dir. Oh, Verlag sieht's in unserem Team. Oh, mega, lol. Gut, dass er nicht im Gegnerteam ist, weil dann wäre ich nämlich gequittet. Aber er joint gerade erst nach, irgendwie. Weil er ist noch nicht full drin. Guck, noch nicht unlockter Spieler in so einem Kampfspiel. Mein Kollege Timo meinte neulich, Verlag sie keyboardet, hat er im Stream gesagt. Lol. I don't know, ob das stimmt. Meinst du Dings? Lion Snipes? Ja, ja. Also in meinem Stream hat er einfach gedroppt, Phalaxi keyboardet. Woher kennt der Phalaxi denn? Er kennt halt Dingens, ne? Millix, sehr gut, und die kennen sich halt. Ach so, ja, aber also mein Homie, also Dings Enno war halt schon mal bei dem zu Hause. Ach so. Und soweit ich weiß, keyboardet er nicht. Lol. Wäre mir jetzt auch was Neues, also so sieht's jetzt auch nicht aus. Keyboard ist einfach so in meinem Stream gedroppt, so richtig so. Ah, wusstest du, ich verlag's die Keyboarde. Lol. Nee, nee, safe nicht. Er hat jetzt auch kein so krankes Flick-Aim oder so. Er hat einfach so einen Steady-Shot, weil er so. Er spielt halt nicht so aggressiv, er rennt nicht so einfach rein. Ja. Jay, to the Boss, danke für den Sub. Er hat halt so eine gute Spielweise, um halt auf Streaks und so zu spielen. Drohne? Omega-Drohnen-Lull. Okay, das war Highground, aber trotzdem. Highground. Das war schon, also es gibt schon auch bei COD Highground. Ja, klar. Ich bin so im Spawn, Digga. Komm mal die Jungfrau an, Digga. Guck ihn dir an, Leute. Geiler Typ. Ah, er ist weggegangen. Nein, okay, treffe ich jetzt zurück. Nicht? Vielleicht nehme ich zurück, außer er schießt es wieder hinter mir. Und nichts gegen Jungfrau, ich habe selber 20 Jungfrau, ihr wisst es. Och Gottchen! Oh mein Gott. Das ist eine Scar-Map, warum spiele ich überhaupt Dingens hier? Ich hab gnadenlos. Oh mein Gott, Marcel, was passiert hier? Ich weiß nicht.
Ich habe wirklich gar keine Waffe mehr. Oh mein Gott, gib mir die Scheiße hier. Oh mein Gott, Digga. Konterdrohnen-Einsatz autorisiert. Spielst du wieder noch Blackout? Nee, heute nicht. Boah, ich bin gerade richtig ausgespielt. Dominik 20-0, ich habe einen. Digga, das ist die heftigste Runde, die ich hier gemacht habe. No joke. Das ist so gestört, was hier gerade abgeht. Also wenn es kein High Ground gibt, dann soll ich jetzt tot umfallen. Guckt euch das an, Leute. Es gibt keinen Orbi leider, ne. Nein, hier war doch noch irgendwo einer. Er schießt immer noch hinter mir rum, der ist so ein Opfer, das ist ja krass, Digga. Oh mein Gott, das ist krass. Nein, bitte nicht, danke. Wäre korrekt, wenn ihr mich jetzt hier nicht killt. Unnachgiebig? Warte, ich mach keine Kills mehr. Mach ich ja eh nicht, aber trotzdem. Baba. Ich gebe dir noch mal ein bisschen Leben. Nice. Ich muss jetzt reingehen. Ich muss hier ja, den Spawn fängen. Da kann ich jetzt den Code eingeben, ist doch gut. Ja. Komm bitte, seid ihr hier vor mir. Hinter mir. Oh mein Gott, turn on. Nein, die spawnen hier nicht mehr. Nein, ich sterbe. Fuck, oh mein Gott. Belastend, Digga. Oh mein Gott. Tut mir leid, Bruder. Alles gut. Ich werde dann mir gleich einen Level-Up machen. Werde ich euch das alles nochmal erklären, was Level-Up ist und so. Und werde euch das ganz sehr ans Herz legen, jetzt für die BO4-Zeit auf jeden Fall. Dass ihr Bescheid wisst. Fuck, da sieht man einen. Leute, wie das mit diesen Token läuft und so, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe das hier nicht auf dem Account. Auf der Seite kann man übrigens perfekt spawn-trappen, wenn das so funktioniert wie gestern in der einen Runde, die auch auf YouTube kommen wird. Der steht halt hier drin, ne? Ja, der Teammate ist ins Spawn gelaufen. Ey. Rechts oder links? Okay, rechts war auf jeden Fall einer. Nein! Moin 7, TB7, was geht ab? Wie levelt man schnellstmöglich, wenn man diesen Crash hier spielt? Weil wenn man die Muni wirft und jemand die Muni aufnimmt und damit Kills macht und so, bekommst du halt Punkte dafür. Und wenn du Leben gibst, dann bekommst du auch übelst viel Punkte. Also wenn du seine Special-Fähigkeit aktivierst. Aber ich habe ihn gesehen. Warte mal. Okay, hier ist gerade keiner. Das war der nicht. Hä, das war der doch nicht. Okay, die rennen wieder da links. Gibt's Liga schon? Nee, noch nicht. Sniper-Team? Oh, fuck. V
Vor allem auf der Map müsste das Sniper-Team sogar ganz gut reingehen. Nehme ich mal an. Jawolski. Ja, die snipen schön rein. Let's go. Nein, bis jetzt gibt es kein Obi. Guck mal, wie viele die snipen, Digga. Triple Kill mit den Dingen. Die werden komplett hochgenommen. Krass. Ich kann ein Video komplett über diese Map machen. Ich mache ein Video zu dieser Map. Dann nehmen wir das Game hier auch noch mit rein. Ja, Digga. Ja. Ja, Digga. So ein Aim brauchst du auch, ne? Aha. Wenn es auf der Waffe sogar noch einen Griff geben würde, das wäre so krass.